fight. Say that we never be weak. I chop from the west to the east. I'm saying a I used to trap in the streets. Nigga, we ballin' the feast. I keep this trap in my seats. Nigga, we born to fight. Say that we never be weak. I trap from the west to the east. I'm saying a prayer on my knees. Nigga, roll the dice. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Squad Builder Battle. Mit mir, dem Simon, eurem Gamer Bruder. Freunde, heute gibt es ein random Team of the Season Squad Builder Battle, denn es gibt ein garantiertes Eredivis Tots Pack, ist gerade frisch rausgekommen, gibt es natürlich direkt für euch ein Video. Und das Spezial ist, darum wird es ein Full Icon Team geben. Und ich bin dafür nicht alleine, wir haben bei ihm auch ein Video aufgenommen. Mit dabei ist der gute Tone, das geht. Freunde, auch mal wieder hier am Start, freut mich hier zu sein. Und Eredivis Tots Pack ist cool, weil man konnte Gravenberg nicht als Player Pick ziehen. Und ich würde mir den wünschen, oder Anthony, auch cool. Gibt ein paar gute. Ich würde auch Timber nehmen. Wir spielen die Karte safe im Sturm. Also ich würde Timber gerne ziehen, aber im Sturm spielen ist so eine Sache. Ja. Gut, Freunde, lasst ein Like da, wenn ihr das geil findet, wenn ich mehr solcher random Pack-Dinger machen soll. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da auf jeden Fall rein eskaliert. 10.000 Likes wären auf jeden Fall ehrenhaft, oder? Ey, wir müssen, Freunde, 35.000 schaffen, weil Grabendeck werden wir beide gleich ziehen. Und der wird 35 Millionen Euro kosten ungefähr. Deswegen passt, schaffen wir. Okay, ist ein Punkt, finde ich gut. So, dann garantiertes Eredivis Totspack, gehen wir gleichzeitig rein. Ja, bist du ready? 3, 2, 1, go. Jede Woche, komm ich schon rein. Gönn. Gib mir so ein Grabenberg. Digga, ich würde so ausrasten. Komm, gib mir Hollandflagge. Hollandflagge? Ja! Das ist gut. Boah, ich hab einen guten. Ich hab einen richtig guten. Ich hab auch einen richtig guten. Wer hast du? Anthony? Ja, Anthony, Brasilien. Ich hab das kleine Anthony-Äquivalent. Ich hab Gakpo, der linken Seite. Finde ich auch cool. Okay, nicht schlecht. Und dafür. Oh, Jungs, Alter, sorry, ich hab das Bad Moms J-Trikot nicht umgeändert. Nein! Ey, weiß ich nicht. Ich werd dafür so. Weiß ich ja ehrlich nicht. Hatet ihn zurecht. Ah, ich schäme mich, Jungs. Es tut mir leid. Es ist nur ein Spaß. Also meine Karte kostet 40.000 nur, aber hat geile Stats. Ich bin zufrieden. Warte mal, ich schau mal. Anthony kostet, glaube ich, 200.000 und die SBC kostet, glaube ich, nur 40 oder 50.000. Deswegen win. Ja, also du hast Dick Plus gemacht. Bei dir ist W. Okay, dann packen wir die Spieler in den Sturm und dann geht's los. Okay, Freunde. Ich halte als erstes rein. Stürmer und rechtes Mittelfeld. Es geht natürlich... Oh, perfekt. Ja, was heißt das? Ja, sag. Ich hatte einen kleinen Dreher drin. Okay. Also, rechter RM Stürmer. Und Stürmer, ne? LM und Stürmer. Oder RM. Was hast du? Ich hab RM. Ist ja okay, egal. Dann tue ich den rechten Mittelfeld. Pass. Okay. Rechter Mittelfeldspieler. Mit dem legen wir dann los. Ist kein geringerer als Optimus Prime David Beckham. Super schöne Glatze, ein super Spieler. In der 4-4-2 glaube ich auch gar nicht so schlecht. Und im Sturm hätte ich jetzt gerne so ein Play oder sowas gespielt oder Cruyff, aber ich nehme für Broski Optimus Raul. Ich habe Figo und hier ist ein kleiner Dreher drin. Ich wollte Cantona aufschreiben, habe aber Cantano aufgeschrieben. Auch nice. Auch gut. Cantano. Okay. Cantano, ich sehe mal, grazie. Dann gracias, per favore, du bist dran. Ich gehe im Sturm. Mit einer Optimus Prime. Und zwar. Dennis Bergkamp! Plus 1, wer den Kommentar kennt. Kennst du ihn? Ja. Oder ja, das Tor der 90. Ja, links ZOM. Wen habe ich denn da? Auch eine Optimus. Sag mal, jetzt geht's ja los hier. Del Piero. Ah, schade. Ich war, glaube ich, so ein bisschen auf der richtigen Spur. Ich habe Nedved Optimus im ZOM und R9 im Sturm. Bei den hast du ja gezogen. Du ziehst ja gefühlt alle Icons, gell? Man kennt ihn. Okay. Dann kommen wir zum Mittelfeld. Zwei ZDMs und ein LM. Mhm. Ja, dann bin ich mal gespannt, was sie da aufgeschrieben haben. Ich glaube, die sieht nicht so gut. Also links spiele ich den Deco Optimus. Den kennst du vielleicht irgendwoher schon. Aber dafür haben wir zwei Cousins, super gute Spieler. Paul Scholes Optimus. Ich habe heute viel Optimus. Halt's Maul! Und Patrick Mira, 30 cm Longschlong. Longdong. Ich habe im ZM Raikat und Xavi. Und ich dachte, du gehst auf LM mit einer Sneaky Position Change Optimus. Da habe ich Seedorf. Belastend. Ja, aber das Seedorf habe ich vorhin so ein bisschen mir angeguckt und dachte mir, interessant eigentlich. Aber gut, dass ich nicht genommen habe. Also ZOM ist erstmal Optimus Prime Eusebio. Ah ja, cool. Freue ich mich. Im ZDM, warte, ich muss gucken. Ich hab's nicht. Ich glaube, da war wahrscheinlich... Ah nee, ich weiß, wer da war. Im ZDM ist Lahm. Ich hatte keinen Deutschen. Ah ja, Xavi. Na, schade. Maradona, Vieira und Ballack. Einen Deutschen aufgeschrieben. Nice. Let's go. Afos. Vamos.
Soll ich für dich, für dich zuerst reinhalten, den Laden? Ja, halt rein. Okay, dann schieß mal los. Also, Linksverteidiger. Gehe ich mit einer Icon, die ich nicht so geil finde eigentlich. Cole, aber, ne. Rechtsverteidiger, Carlos Alberto. Alter, ich habe schon wieder ZZ aufgeschrieben. Zanetti Zambrotta, du hast mich wirklich auf der Außenverteidigerposition. Weißt du, was so cringe ist? Dass ich Linksverteidiger einfach den gleichen Spieler wie du habe. Das ist Optimus Cole. Und Rechtsverteidigung, Cafu. Bitte lass mir den. Ich habe Lahm und Zambrotkasten. Ja! Nicht wie vorhin Spieler verlieren. Ich wollte so ehrenlos auch auf Lahm und Zambrotta gehen, weil die auch links und rechts jeweils die Karte haben. Wir sind so ehrenlos. Ja, du kannst als erstes reinhalten. Okay, sehr, sehr nervös jetzt, weil wenn man jetzt was trifft, ist komplett Schicht im Schacht. Icon, Innenverteidiger. Nummer 1 ist bei mir Desai. Nummer 2 ist bei mir Vidic. Und der Keeper bei mir Schmeichel. Ich dachte, du gehst in den gleichen. Also, ja, ich sag nichts. Nee, alles gut. Puyol, Desai und Cech. Mann. Fuck! Mann. Scheiße. Und weißt du was? Bronzetorwart in der Innenverteidigung, auf den freue ich mich sehr. Weil der wird der Kryptonik sein. Ja, aber wer zuletzt lacht, doch am besten. Wahrscheinlich werde ich gleich rasiert. Also, Leute, ich habe wie du mal wieder Vidic. Wichtig. Serbische Connection. Also jugoslawische. Dann habe ich Maldini Optimus Prime. Bitte lass mir den im Team. Und im Tor gehen wir auf Sneaky mit Kasper Schmeichel. Ja! Was? Ich hab Maldini und Schmeichel! Nein! Nein, Abbruch! Hast du nicht? Ja! Nein, Bro! Bronze Stürmer ins Tor! Ja! Ja! Ich bin so. Ja, das ist, Digga, das war's ja komplett. Das darf ich nicht einmal mein Team spielen. Mein Tag ist so viel besser geworden gerade. Tag ist so viel besser geworden. Ich hatte gar keinen Plan, wen ich IV aufschreiben sollte. Aber ich dachte, ey, ich habe gar keinen Bock gegen Maldini zu zocken, also mach mal weg. Digga, Jungs, das war's also wirklich ehrlich. Guckt vielleicht noch, ihr solltet unbedingt das Video bei Tone gucken, weil das haben wir als erstes aufgenommen. Da werden sich viele Sachen werden sich erklären, wo hier vielleicht gerade ein paar Fragen aufkommen. Bro, du hast mich so rasiert, Mann. Hey, ich hab gar keinen Bock aufs Gameplay gerade. Sag ich dir, wie es ist. Oh, what a time to be alive! Wir gehen rein. Was ist denn das hier? Wer ist das? Ach, Gakpo! Für alle, ich bin der Neue. Alter, ich hab einen Stürmer im Tor, das muss ich erstmal realisieren. Also. Ajo! Gut, dass du's sagst! Hör auf, dann spar. Was ist denn das? Nein, Mann! Wow. Hast du ihn gestellt? Ja, gell? Ja! Yippie! 1-0! Was ist das? Scheiß Batman's Jay. Nervt die mich. Besten Trikots der Welt, Freunde. Ja, Mann! Ich krieg ein Tor von Paul Scholes, ich geh in Rente. Ja, jetzt gehe ich in Rente. Trikot. Größte Dreckskarte, die ich je in der Weekend League spielen musste. Ja, bester Mann. Halt's Maul! Tillmann, du bist ja was? Leute, das ist. Es stand im Skript drin, dass ich 204 und dann ein Eigentor mache. Falls ihr das jetzt so denkt, dann ist das. War richtig cool. Nein! Oh! Was ist hier schon wieder passiert? Digga, das Spiel macht mich einfach wirklich. Ich glaube, meine Lebenserwartung nach FIFA generell ist locker um 10 Jahre gesunken. Scholes, Keane und Beckham. Scheiße, warum fange ich an zu erzählen? Ich muss mich konzentrieren! Bitte, nein, bitte. Das war ganz hauchzart. Fuck. Warum was hast du nochmal zu Scholes? Bei dir so gut? Mann, der ist ein Modest. Anthony Modest. Lauf! Ach, halt doch dein Maul! Raus! Mann! Oh, warte mal, 4 Discards beim Full-Icon-Team? Ja. Was? Geil. Und das ist Bronze. Lauf, Bro. Nein. Warum macht er so mit mir? Das ehrlich nicht verdient. Ich hab's ehrlich nicht. Oh, Mann. Warum werd ich so rasiert? Beckham, Alter. Ey. Ich hab den Braten gerochen. Es geht nicht. Jetzt krieg ich wirklich noch einen. Digga, das ja, perfekt, alles klar. Abos auf Trocken am Start mit Belp, Moms, Yay! Ich hoffe, du kriegst einen Shitstorm für diese Dreckstrikos. Wirklich überall Post am Zimmer. Wirklich alles.
Digga, ich stehe aber auch hinten wie ein Opfer. Das kann doch nicht sein. Was ist das? Ich krieg noch eins. Ach, halt doch dein Maul. Was ist das denn? Willst du mich verarschen oder was? Ey, was war das für... Dann lass mal kurz Trikot zeigen. Okay, Jungs, das war ein gespanntes Tor. Bruder, was? Jetzt mal ohne, du hast 7 Discards, gell? Fällt mir gerade auf. Aber ohne, mein Team hat sich echt krank gespielt, Leute. Hey, Raoul ist Man of the Match. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen wehtut, aber ich glaube. Ey, bitte, bitte nicht First Honor, Eusebio. Bitte nicht. Oh mein Gott, was. Alter, wir machen gerade. Hey, Leute, wir haben 7 Discards mit dem Full Icon SBB, das ist ja. Mach dein Ding. Mach mein Ding, okay. Du hast 4 Triple Two, gell? Ich gehe mal auf die Formation drauf, damit ich mir so ein Bild machen kann, wo Eusebio steht. Ich spekuliere halt drauf, dass du auf jeden Fall denkst, dass ich die ganze Abwehr nehme. Deswegen nehme ich auf jeden Fall, würde ich sagen, die 2 Stürmer. Schon mal. Ich nehme die 2 Sechser. Warte mal kurz. Ja, ist schon vorbei, das Ding. Wirklich jetzt? Du hast wie viel? 7 oder 6? 7, ich hab, ne? Ich hab 8-1 gewonnen, glaube ich. Mach dein Ding weiter. Also ich nehme einfach die 6 Offensiven quasi und den Torwart einfach. Das sind 7 Stück. Also die beiden Stürmer, die beiden ZTMs, den Torwart und wen noch? Die 2 ZOMs. Also alle 6 vorne halt. War schon die 6 vorne. Also ich lasse sozusagen nur noch deine 4er Abwehrkette da. Ich hab dich verarscht am Anfang, Digga, aber du hast Eusebio getroffen. Schau mal, ich hätte jetzt nicht getroffen. Wo war Eusebio? Ist for real? Stehen gelassen, rechter ZOM. Ach du Scheiße. Ey, es ist ein First Owner Tradable Eusebio Moment. Vor allem, der ist halt im Game so gut eigentlich, gell? Alter. Oh. Ist es dann dieses Jahr dann der härteste Discard? Insgesamt wahrscheinlich safe, gell? Die Untrade-Icons stoße ich mal kurz so ab, weil sonst können wir die alle nicht merken. Ja. Hey Jungs, eigentlich, wir sind heute in die Aufnahme gegangen, so ja, auf Spaß, so ein bisschen spontan. Einfach Eusebio Optimus. Ich stoße die Untrade-Jungs mal so ab, Chat, weil ihr würdet ja eh sehen, wenn ich mir die wiederhole im Verein. Ich mach mal für die beiden, weil die tradable sind, das SBC. Digga, es ist, also die Leute denken, ich bin geistig durch, ne? Es gibt wirklich viele, die ja meinen so, es juckt einen mittlerweile nicht mehr, ne? Aber ich habe echt ein bisschen Tränen im Auge, Alter. Das ist mein bester Spieler, den ich jemals gezogen habe. Prime ich Moments Eusebio Tradable First Owner. Und ich pack den einfach an der SBC. Das ist echt bitter. Das ist einfach, ich glaube, das ist der größte Bruch, den ich jemals, das ist der größte Schaden, der mir jemals angetan worden ist. So, er 9-mal discarded, als er 10 Millionen wert war, okay. Wegen den Münzenkatastrophe, aber First Owner, Bruder, das blutet einfach. Jungs, jetzt habe ich echt schlechtes Gewissen genommen. Das war's komplett. Ja, und spiel dann einfach wie ein Strichstab. Boah, aber das war auch echt so ein Spiel. Das war irgendwie. Es lief alles so. So für mich. Ich hatte voll die gute Mannschaft irgendwie auf dem Bus. Aber die war alles so. Mann, ich habe aber auch so gespielt wie so ein Spaß. Wir sind raus. Lass ein Like, da bin ich wirklich gebrochen. Jungs, Lars Fibrowski. Auf jeden Fall Supporter. Ja. Ciao, ciao.